Hallo. Für diese besondere Jubiläumsreise wurden alle Abteile ausgebucht. Es ist unmöglich, eine Fahrkarte zu bekommen. Was mache ich bloß? Ja, willkommen zurück. Ich muss hier mal schnell starten, weil es einfach plötzlich weitergeht. Man kann hier ganz schlecht irgendwo anfangen, da sich hier an den Speicherständen orientiert, das Spiel. Wir machen jetzt weiter. Unsere Mission ist jetzt einfach nur eine Fahrkarte zu kaufen. Und ihr habt ja gerade gehört, die ganzen Fahrkarten sind ausverkauft. Und jetzt muss ich mich hier entscheiden. Wenn die alle ausverkauft sind, gehe ich mal davon aus, dass es keine andere Fahrkarte gibt. Ich versuche mal erstmal die rechtschaffende Version. Finden wir heraus, wer im Orient Express reist. Es ist Zeit, Braid anzurufen. Braid, ich bin's wieder. Ich habe noch nichts Nützliches gefunden. Ich brauche einen letzten Gefallen. Aber es ist ein großer. Kannst du die Passagierliste des Orient Expresses für die Jubiläumsreise für mich finden? Momentchen. Yes, ist überraschend gut gesichert. Vielleicht, weil es die Jubiläumsfahrt ist. Ich habe die Liste gefunden, aber sie haben meine Backdoor verriegelt, als ich gerade dabei war, sie zu kopieren. Oh nein. Hey, chill deine Base. Ich habe einen Namen. Weiblich. Der Name, den ich noch abgreifen konnte, bevor sie mich vom Server geworfen haben, ist Stacy Johnson. Fühlst du dich wie eine Stacy Johnson? Die Frage ist, wie sie sich bei dem Gedanken fühlen wird, mir zu helfen. Das wirst du selbst herausfinden müssen. Ich muss mal wieder meinen Zauberstab im Dark Web herumschwingen. Du verstehst schon. Okay. Stacy Johnson. Wollte das gar nicht so rausgehen. Hallo, spreche ich mit Stacy Johnson? Ach, wer möchte das wissen? Jetzt habe ich leider den Text gar nicht gelesen. Mein Name ist Joanna Locke. Ich bin Ermittlerin bei der Polizei. Und ich bin nur eine Schauspielerin. Was soll ich denn jetzt schon wieder getan haben? Nichts. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich muss Ihren Platz im Orient Express einnehmen. Soll das ein Witz sein? Auf gar keinen Fall. Okay. Schauspielerin. Jetzt habe ich den Text nicht gelesen, um sie einzuschätzen, wie sie drauf wäre. Ging einfach zu schnell, weil ich bloß geklickt habe. Ich würde mal sagen, ich sag hier das mal. Erinnern Sie sich an die Armstrong-Entführung? Natürlich. Das arme kleine Ding. Ich bin Polizeibeamtin. Ich habe einen neuen Hinweis, der uns helfen könnte, den Mörder zu fassen. Moment. Ich dachte, das Kindermädchen wäre es gewesen. Ich habe neue Beweise. Oh. Ich habe überzeugende neue Beweise gefunden. Ich habe meine Ermittlungen wieder aufgenommen. Wissen Sie, ich hatte meine Zweifel an dem mörderischen Kindermädchen. Vor ein paar Jahren habe ich mal ein Kindermädchen in einem Slasher-Film gespielt. Ich wurde in der ersten Folge umgebracht, aber danach hatte ich Lust, Kindern zu helfen. Sie verstehen die Situation sicher. Stacy, bitte! Sie helfen Kindern, sagten Sie. Nun, ich bin einigen Organisationen beigetreten, die versuchen, unterprivilegierten Kindern zu helfen. Wenn der wahre Täter noch immer irgendwo da draußen ist, würde ich alles tun, um zu helfen. Mich in diesen Zug zu bringen, wird mehr helfen, als Sie sich vorstellen können. Sie wollen also mein Ticket für den Orient Express? Aber ich hatte das schon vor Monaten gebucht. Ich habe mich so sehr auf diese Reise gefreut. Mach eine nette Geste, ist auch nicht schlecht. Weiß auch gar nicht, was das Ding kostet.
Versuch's mal. Ich werde Ihnen das Doppelte von dem zahlen, was Sie für die Fahrkarte ausgegeben haben. Sie glauben, das Geld interessiert mich? Sie checken echt gar nichts, ja, oder? Ich lege auf. Ciao. Warten Sie. Mach eine nette Geste. Stacy, man merkt, dass Ihnen Kinder wichtig sind. Und hier ist Ihre Chance, dieses Monster für immer hinter Gitter zu bringen. Denken Sie daran, wie öffentlichkeitswirksam das für Ihre wichtigen Anliegen ist. Denken Sie an die Kinder. Die Kinder, ja. Oh, in Ordnung. Wir werden das für Daisy und alle Kinder in Not tun. Ich kümmere mich darum, die Fahrkarte auf Ihren Namen umschreiben zu lassen und ihn zuzusenden. Schnappen Sie ihn. Lassen Sie ihn büßen. Das werde ich. Vielen, vielen Dank. Stacy hatte Wort gehalten und mir ihre Fahrkarte zukommen lassen. Ich rief meinen Vorgesetzten an, um ihn wissen zu lassen, dass ich mir Urlaub nehme. Ich nahm den Flieger nach Istanbul. Ich wollte endlich das Monster festnageln, das für den Tod von Daisy Armstrong und Michael Clark sowie dessen Komplizen verantwortlich war und sicher noch viele andere auf dem Gewissen hatte. Den Rest kennen Sie. Und so bin ich in diesem Zug gelandet. Und auf Ratchets Spuren. Den Rest wissen Sie ja. Meine Identität lässt sich leicht bei der Polizei von Berkshire überprüfen. Abeln Sie vielen Dank für Ihre ausführliche Aussage, Mademoiselle Locke. Über die Herausgabe wichtiger Details für die Ermittlungen hinaus. Haben Sie deutlich gemacht, dass es viele Personen gibt, die Ratchet tot sehen wollten. Ist Mademoiselle Locke unschuldig oder eine Verdächtige? Unschuldig. Ich weiß, dass Sie unschuldig sind. Ihre offene Aussage und Ihre Bewegungen oder deren Fehlen letzte Nacht nehmen Sie von der Liste der Verdächtigen. Ich stimme zu. Zweifellos. Eine zusätzliche Ermittlerin wird außerdem eine große Hilfe für die Untersuchung sein. Book. Hilfe, die mein Freund natürlich keinesfalls benötigt. Sie sind zu gütig. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ich würde gerne helfen, wo ich kann. Keine Sorge, Mademoiselle Locke. Ich sehe die Dinge schon viel klarer. Es ist offensichtlich, dass wer auch immer Sie unter Betäubungsmittel gesetzt hat, versucht hat, Ihre Ermittlungen zu behindern. Sie meinen, dass die Person, die mir das angetan hat, Ratchets Mörder ist? Sowohl Monsieur Michel als auch Mademoiselle Schmidt hatten die Mittel und die Möglichkeit, Sie unter Betäubungsmittel zu setzen. Ich habe vor, Sie zu befragen, während Sie wieder zu Kräften kommen. Oh, hervorragende Idee, mon ami. Diese ganze Aufregung hat meinen Appetit angeregt. Ich wette, Mademoiselle Locke wäre einer guten, belebenden Mahlzeit nicht abgeneigt. Was? Nein. Ich will hören, was der Schaffner und Miss Schmidt zu sagen haben. Es ist meine Pflicht, das Wohlergehen der Passagiere zu gewährleisten. Wenn Dr. Konstantin keine Einwände hat, werde ich Sie zum Restaurantwagen begleiten. Ganz im Gegenteil. Eine ordentliche Mahlzeit wird ihr sicher gut tun. Nun, ich bin noch etwas zittrig. Monsieur Poirot, würden Sie mich bitte über Ihre Erkenntnisse auf dem Laufenden halten? Gewiss doch. Schließe die Ermittlung ab. Okay, wir kommen also doch zum Ende. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wo der ist. Den habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen, den Schaffner. Ich habe derzeit keine Fragen an Sie. Ich sollte Sie in Ruhe lassen.
Guten Abend, Mademoiselle Schmid. Dürfte ich Sie einen Augenblick stören? Sie fragen mich zwar sehr höflich, werter Herr, aber ich glaube nicht, dass ich eine Wahl habe. Mademoiselle Locke kommt wieder zu sich. Ich wollte Sie wissen lassen, dass Ihre Zimmergenossin Mademoiselle Locke wach ist. Ach ja? Ich bin froh, das zu hören. Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Hat sie Ihnen erzählt, was mit ihr geschehen ist? Mal gucken, ob die sich irgendwie verrät. Mal auf Rückstände in der Tasse. Leider erinnert sie sich nicht an viel, aber wir haben Rückstände einer Schlaftablette in ihrer Teetasse gefunden. Da sie beide allein in ihrem Raum waren, als sie den Tee trank, wer sonst hätte sie betäuben können? Muss ich darauf hinweisen, dass nicht ich diejenige bin, die in diesem Zug den Tee zubereitet? Sie sollten den Schaffner oder das Küchenpersonal befragen. Versuche immer ein schlechtes Gewissen zu machen. Sie wäre beinahe gestorben. Mademoiselle Locke hätte sterben können. Wer auch immer sie betäubt hat, kann kein Mitgefühl für seine Mitmenschen empfinden, wenn man die Dosis bedenkt, die Mademoiselle Locke zu sich genommen hat. Sie war dem Tode nah. Du lieber Jott, was habe ich getan? Ich wollte sie nicht verletzen. Sie sollte nur ein paar Stunden schlafen, damit wir Zeit für... Wir? Zeit wofür? Wofür Zeit, Mademoiselle Schmidt? Denken Sie, dass ich nichts fühle? Nichts? Dieses arme, arme kleine Mädchen. In der Tat. Dieses arme, arme kleine Mädchen. Mademoiselle Schmidt steht auf irgendeine Weise mit dem Fall Armstrong in Verbindung. So. Hildegard Schmidt und der Fall Armstrong. Was könnte die Verbindung zwischen Mademoiselle Schmidt und dem Fall Armstrong sein? Ist du nicht Köchin? Ist die Begleitdame von Prinzessin Dragomirov eigentlich, oder? Nee. Muss ich mal kurz überlegen, was sie eigentlich gemacht hat. Sie ist nicht die Köchin. Sie ist doch nicht die Köchin. Sie begleitet doch diese Dragomir. Hatten die eine Köchin? Aber ich glaube, sie hat irgendwann mal am Anfang was erzählt über das Kochen. Versuch mal das hier. Köchin der Armstrongs. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Mademoiselle Schmidt, ich habe einen gewissen Ruf, was das Erschnüffeln von... Ich bin keine Mörderin! Was das Erschnüffeln von brillanten Köchen betrifft. Sie waren die Köchin der Familie Armstrong, nicht wahr? Aber... ja, ich war die Köchin dieser wunderbaren, liebreizenden Familie. Es tut mir leid, aber ich muss Sie darum bitten, mir etwas Zeit zu geben, um mich zu sammeln. So sollte es nicht sein, Kleines. Mein armes, liebes Kind. Nehmen Sie sich ruhig etwas Zeit, Mademoiselle. Sie haben mir schon sehr geholfen. Ich muss die anderen Verdächtigen überprüfen, um sicherzugehen, dass ich alle Teile des Puzzles habe. Okay, das ist jetzt mein aktueller Baum hier, den Fragebaum. Schließe die Ermittlung ab, soweit bin ich noch nicht, glaube ich. Ja, soll den Monsieur Michel befragen, den Schaffner. Den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Kann ich Ihnen etwas bringen, Monsieur Poirot? Alle sind so angespannt. Einen Aperitif in Kürze, Monsieur Fouché. Sehr gerne, wenn die Angelegenheit geklärt ist.
Der Raum hier ist ja noch irgendwie spannend. Noch irgendwas. Ah, ist hier. Jean, Jean, du hast schon wieder alles durcheinander gebracht. Wo hast du den Kaffeelikör für das heutige Dessert hingestellt? Hm. Sie haben recht, Mr. Book. Dieses Dessert ist köstlich. Ich bin froh, dass wir nicht auf das Abendessen gewartet haben. Ich verspreche, dass auch die Hauptspeise hervorragend sein wird. Ermittlerin Locke, wie ich sehe, erholen Sie sich gut. Ja, ich sollte bei den Ermittlungen helfen. Wissen Sie, wer mir die Schlaftabletten verabreicht hat? Es ist noch zu früh für Schlussfolgerungen. Wir werden sehen, wenn ich zurückkomme. Keine Sorge, Poirot. Sie ist in guten Händen. Otaru, Freya und meine Wenigkeit kümmern uns um sie. Hm. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo der... Was ist das eigentlich für ein Dessert? Sieht lecker aus. Ach, das ist das, was es schon gab. So. Nicht jetzt. Nicht jetzt! Ich muss das Abendessen vorbereiten. Oder würden Sie auch Michelangelo oder Da Vinci unterbrechen? Okay, Entschuldigung. Aha. Bonsoir, Michel. Störe ich Sie? Sie wirken aufgebracht. Bei allem, was vor sich geht, ist es doch recht schwierig, sich zu entspannen. Zweifelsohne. Insbesondere, da wir wissen, dass der Tee von Ermittlerin Locke mit Betäubungsmitteln versetzt wurde, bevor er ihr serviert wurde. Ermittlerin? Nun, kommen Sie, Michel. Sie haben doch sicherlich die Gelegenheit ergriffen, Ihre Sachen zu durchsuchen und dabei Ihre Marke gefunden. Zum Glück ist sie aufgewacht und konnte uns endlich alles erzählen. Otaru hat das Wasser gekocht, Jean hat den Tee zubereitet. Ich habe ihn lediglich gebracht. Monsieur, das könnte jeder aus der Belegschaft gewesen sein. Ihre Verteidigung besteht darin, andere zu beschuldigen? Haben Sie Empfang? No, leider nicht. Das ist nur eine automatische Erinnerung, meine Miete zu zahlen. Ich vergesse das ständig und mein Vermieter beschwert sich. Pierre-Michel muss in den Mord verwickelt sein. Der mit Betäubungsmitteln versetzte Tee. Sein Posten am Ende des Korridors. Und jetzt weiß ich warum. Ich kenne mehr als eine Person auf diesem Bildschirm. Na, da ist ja der Pierre Michel drauf, also der Schaffner, der nämlich wahrscheinlich der Bruder von der Zimmer, Kindermädchen ist. Fantastique. So Suzanne Moreau, das Kindermädchen ist in der Mitte. Très bien. Jetzt verlässt mich meine Erinnerung gerade. Archie Arbuthnot. Ich würde mal das hier versuchen. Also Cyrus. Der Mastermann, der sah doch anders aus. Magnifique. Et voilà. Sie sind der Vater von Suzanne Moreau, dem Kindermädchen von Daisy Armstrong. Mein Beileid zum Tod ihrer Frau. Was? Aber ich... meine Frau? Genug der Lügen.
Suzanne trägt nicht ihren Namen? No. Susannes Mutter und ich waren geschieden. Suzanne behielt den Namen ihrer Mutter. Mein aufrichtiges Beileid, Monsieur Michel, für den Verlust von Suzanne und ihrer Frau. Dieser Job. Ich habe sie geliebt, aber ich war nie für sie da. Dann wurde Solange krank, ein Jahr nach der Scheidung. Suzanne brachte sie in diese Spezialklinik in den Vereinigten Staaten und erhielt diesen Job als dieses Kindermädchen. Ich verstehe ihren Schmerz. Und den Grund, der dazu führte, Ermittlerin Locke zu betäuben. Ihnen kann man wirklich nichts vormachen, Nespa? Viele waren töricht genug zu versuchen, die Wahrheit vor Hercule Poirot zu verbergen. Oui. Ich gebe zu, etwas in den Tee getan zu haben. Aber ich wollte Sie damit nur ruhigstellen, Aber sie hat so stark auf die Schlaftabletten reagiert. Sie hatte Glück, genau wie Sie, dass sie nicht gestorben ist. Um ehrlich zu sein, gibt es noch eine weitere Sache, die mich verwundert hat. Aber ich glaube, es jetzt zu verstehen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Wie habe ich den gar nicht so richtig auf dem Zettel, was der, wo der in der Story jetzt war? Dieser Hartmann. Also, Monsieur Hartmann ist Monsieur Michels Lebensgefährte. Könnte Sinn machen. Vielleicht ist er der Grund, warum der sich hat scheiden lassen. Obwohl sich das eher so anhört, als ob er wegen Abwesenheit sich die Ehe vielleicht so beendet hat. Der Zeit, weil er so oft weg war. Weil zukünftiger Schwiegersohn macht doch keinen Sinn. Sie hatte doch diesen angeblichen komischen neuen Freund, diesen Noah. Und so eng war der ja noch nicht mit denen, dass er hätte den Vater kennenlernen können. Ich versuche mal das. Sie hegen eine gewisse Zuneigung für Monsieur Hartmann. Nicht wahr? Cyrus ist ein guter Freund und ich schätze ihn sehr, aber das ist es nicht. Cyrus war mit meiner Tochter verlobt. Für mich ist Cyrus fast wie ein Sohn. Natürlich, ja. Jetzt wird vieles klarer. Ich war lange genug geduldig. Es wird Zeit nachzusehen, was es mit dem Aufruhr nebenan auf sich hat. Denn jetzt? Also. Monsieur Hartmann, hervorragend. Die Schutzeiligen der Detektive müssen Sie ihr eingeschlossen haben. Ja? Aber ich bin doch auch ein Detektiv. Ich sprach mit Michelle über einen tropfenden Wasserhahn. Ich wollte gerade raus, aber dann sind Sie aufgetaucht. Bab, Beller, Bab, erzählen Sie mir doch keine Märchen. Nein, wirklich, ich... Michelle hat mir alles erzählt. Sie waren verlobt mit Suzanne Moreau, seiner Tochter. Oh, ich verstehe. Das ist sicherlich keine große Überraschung für Sie. Nein. Suzanne war die einzige Frau, die ich je geliebt habe. Und ich habe sie im Stich gelassen. Wir hatten uns gestritten. Wegen einer Kleinigkeit. Und ich war zu stolz, um mich zu entschuldigen. Wir haben kein Wort mehr miteinander gesprochen. Suzanne hat diesen Kerl nie wirklich geliebt. Diesen Noah. Sie hätte mir vergeben. Wenn doch nur. Der Klassiker in jedem Liebesdrama. Offensichtlich haben sowohl Pierre-Michel als auch Mademoiselle Schmidt den Tee von Ermittlerin Locke manipuliert, was zu einer Überdosis geführt hat. Kein Wunder, dass sie nur mit Mühe wieder zu sich gekommen ist. Es ist an der Zeit, ihr und Buch zu berichten, was ich herausgefunden habe.
Ja. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Ich frage mich, ob unser Meisterkoch seine Rezepte aus einem Spiel hat. Das soll ein Computerspiel sein, okay. Ja, mehr kann ich hier nicht machen. Ich frage mich, ob unser Mann. Was soll das von dem Hotaru das Spiel sein, das Zimmer sein? Da ist ein Bad. Eine weitere wunderbare Trophäe für meine Sammlung. Magnifique. Okay, also die werde ich, glaube ich, nicht mehr zusammenkriegen. Wenn ich jede Szenerie nochmal jeweils 3 Bärte finden muss. Also in jeder Szenerie. Gut, hier gibt es, glaube ich, auch nichts mehr. Außer noch vielleicht noch ein Bart oder so. Ich kann ja zur Sicherheit noch mal gucken. Gut. Ich werde jetzt vor zum Zug gehen. Bis zu dem Herrn Busch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo ich glaube, dass es dann in die Auflösung geht. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da.